Abschied von Helmut Haller. Im Beisein der deutschen Fußballprominenz um Uwe Seeler, Franz Beckenbauer und DFB-Präsident Wolfgang Niersbach ist der frühere Nationalstürmer in Augsburg beigesetzt worden. Ich würde ihm wünschen, dass auch im Himmel Fußball gespielt wird. Denn man hat bei ihm immer das Gefühl gehabt, dass er zeitlebens Fußballer war. Ich habe noch mal nachgelesen, ein Interview, das er zu seinem 60. gegeben hat. Da sagt der Mensch, ich habe jetzt endlich die Folgen meiner Hüftoperation überwunden. Ich kann wieder Fußball spielen. Für ihn war das Leben ein großes Fußballfeld. Rund 1000 Trauergäste kamen zur Beerdigung. Auch Vertreter von Hallers ehemaligen Vereinen FC Augsburg, Juventus Turin und FC Bologna. Ich bin ja doch aus einer Generation noch groß geworden, wo man dann wirklich mit großen Augen zu Helmut Haller hochgeschaut hat. Und ich muss sagen, ich habe immer neben seinen fußballerischen Dingen seinen Mut bewundert und wie schlau und vorausschauend er schon war, damals nach dem Finale, was den Ball angeht. Also ich muss sagen, Hut ab, das hätte kein Marketingstratege besser inszenieren können. Denn Helmut Haller behielt damals den Finalball und gab ihn erst Jahre später zurück. Ich war ein Junge von 16 Jahren, als 1966 das berühmte WM-Finale angepfiffen wurde. Ich sehe die Bilder wie heute vor mir, wo das erste Tor machte. Wir haben gerade diese Szene am Dienstag in Berlin vor diesem denkwürdigen Spiel gegen Schweden noch einmal auf die Videotafel gebracht. Und das ganze Stadion hat wie gebannt dort hoch gesehen. Also Helmut Haller werden wir wirklich in großartiger Erinnerung behalten. Eine frohe Natur, immer Spaß gehabt und hat uns selbst in den schwierigsten Situationen immer wieder Spaß vermittelt. Und der Spaß hat uns dann immer wieder zu guten Leistungen angetrieben. Also wann immer wir Helmut gesehen haben, haben wir viel Spaß gehabt, wenn wir zusammen waren. Als Mensch absolute Weltklasse, Fußballer absolute Weltklasse, mehr kann man nicht sagen. Nach zahlreichen gesundheitlichen Rückschlägen war Haller am 11. Oktober im Kreise seiner Familie verstorben.